Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Wir haben heute diese Themen für Sie. Einen ersten Schritt nennen die Hinterbliebenen der Terroropfer von Wien die Entschädigungszahlungen der Republik. Wie die Ansprüche berechnet werden und wie die Betroffenen reagieren. Schlussrunde. In 3 Tagen entscheidet sich die Nachfolge von Angela Merkel. Am Abend sind die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten noch einmal aufeinander getroffen. Wir analysieren mit ORF-Deutschland-Korrespondent Andreas Jöli. Das andere Deutsch. Marille statt Aprikose, Sackerl statt Tüte. Das österreichische Wörterbuch ist 70 und topfit. Es war am 2. November des vergangenen Jahres. Ein überdurchschnittlich warmer, fast spätsommerlicher Abend. Für den nächsten Tag war der 2. Lockdown angekündigt. Diesen Abend davor wollten daher viele Menschen dazu nützen, um noch einmal Freunde zu treffen, draußen zu sitzen. Der Abend endete in einem Schock für das ganze Land mit dem Terroranschlag von Wien. 4 Menschen sind dabei getötet worden, 23 wurden zum Teil schwer verletzt. Jetzt hat die Republik einen Entschädigungsfonds gegründet, bei dem Opfer und Hinterbliebene ihre Ansprüche einreichen können. Wie das funktionieren soll und was die Betroffenen sagen, wissen Christoph Benders und Peter Babutzki. Vor fast einem Jahr, am 2. November 2020, hat die 20-jährige Wendy ihren Vater verloren. Der Besitzer eines China-Restaurants am Schwedenplatz wurde vom Attentäter erschossen. Zu den psychischen Folgen kamen finanzielle Probleme. Wendys Vater war der Alleinverdiener der Familie. Bis jetzt gab es von Seiten des Staates eine Entschädigung nach dem Verbrechensopfergesetz, ein vergleichsweise geringer Betrag. Heute hat Wendy von ihrem Anwalt Karl Nevole erfahren, dass die Republik für die Opfer des Attentats doch mehr Geld zur Verfügung stellt und ihrer Familie der Rechtsweg vorerst erspart bleibt. Meine Mutter leidet unter schweren Depressionen. Also sie war auch im Spital. Also es ist ja nicht nur finanziell, sondern auch emotional sehr anstrengend, weil man wird immer wieder darauf... Also man wird sich immer daran erinnern, so an die Situation, und eigentlich möchte man positiv damit abschließen, irgendwie noch, dass man irgendwie weiterleben kann, normal. Karl Nevole vertritt 19 weitere Opfer des Terrorattentats. Die außergerichtliche Einigung kam nach langen Gesprächen mit der Finanzprokuratur. Es ist zwar in gewisser Weise befriedigend, es ist spät, kann man sagen, aber immerhin doch. Leider Gottes eben durch die große Verzögerung wirkt das auf die Opfer auch zum Teil nicht wirklich so, wie wenn es gleich gemacht worden wäre, weil man eben sich schon erwartet hätte, dass nach so einem Anschlag gleich die Solidarität und Unterstützung spürbar wird. Die Lösung ist eine Art Fonds in der Höhe von 2,2 Millionen Euro, eingerichtet vom Sozialministerium und der Finanzprokuratur unter der Leitung von Wolfgang Beschorn. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring wird den Terroropferfonds aufbauen und verwalten. Alle Opfer können Anträge auf Entschädigung stellen für physisch wie psychisch erlittenen Schaden. Der Weiße Ring prüft jeden Antrag und entscheidet letztlich, wer wie viel Geld aus dem Fonds bekommt. Es gibt einmal eine Aktenprüfung. Es gibt wahrscheinlich noch zusätzliche Gutachten, die erbracht werden müssen. Und dann wird das Expertengremium, das Expertinnengremium tagen und eine Empfehlung abgeben. Und auf Basis dieser Empfehlung entscheidet dann der Weiße Ring und erkennt die Hilfeleistung zu. Leiter des Expertengremiums ist Roland Rohrer, der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs. Wie hoch die einzelne Entschädigung sein kann, wird heute nicht gesagt. Eine Obergrenze gibt es aber nicht. Ziel sei es, jeden Fall individuell genau zu beurteilen. Über die festen Grenzen, die das Verbrechensopfergesetz vorsieht, zum Beispiel beim Schmerzensgeld ein Deckel von 2000 Euro, also über diesen Deckel hinaus, über diese Grenze hinaus, das ihnen zustehende und ihrem Leid angemessene Entgelt zu erhalten. Für Wendy ist es ein erster Schritt, auch wenn ein fahler Beigeschmack bleibt, denn persönlich habe sich noch immer niemand bei ihr gemeldet. Ich finde nur ein kleiner Schritt, weil ich finde, das Wichtigere ist eigentlich eher, dass man uns Opfern eigentlich anerkennt und Respekt zeigt, indem man mit uns kommuniziert. Das ist halt eben
ist jetzt noch gar nicht passiert und hoffentlich passiert das irgendwie noch. Darüber reden, offen kommunizieren, ein Wunsch, den viele Betroffene äußern. Denn die psychischen Folgen kann auch Geld nicht aus der Welt räumen. Zu den Projekten, die sich die Bundesregierung noch für heuer vorgenommen hat, gehört die sogenannte ökosoziale Steuerreform. Mit 1. Jänner soll sie in Kraft treten und sowohl eine stärkere Besteuerung des Energieverbrauchs als auch eine spürbare Entlastung bringen. Wie das gehen soll, ist nach wie vor unklar. Nach dem Klimavolksbegehren hat die Regierung zwar eine Studie über klimaschädliche Subventionen angekündigt, aber diese Studie lässt weiter auf sich warten. Sehr zum Missfallen der Initiatorinnen des Volksbegehrens. Und auch sonst wächst der Unmut unter den Klimaaktivisten, wie sich heute zum Beispiel vor dem Wiener Rathaus gezeigt hat. Und wie Ihnen Regina Pöll und Martin Thür zu Beginn ihres Beitrags zeigen. Die Klimadebatte wird hitziger. Heute besetzen Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace den Gang vor dem Büro des Wiener Bürgermeisters. Am Gerüst an der Außenfassade des Rathauses entrollen sie ein Transparent. Deswegen sind wir heute auch in seinem Büro, um ihm ganz klar zu sagen, ein Bürgermeister, der die Zukunft der Kinder unserer Stadt ignoriert, der hat kein Büro in unserem Rathaus verdient. Er soll hier endlich das Machtwort sprechen, das nötig wäre. Er kann das und wenn er es möchte, dann kann er es auch tun. Ressortverantwortlich für die viel kritisierte Lobau-Autobahn ist Verkehrsministerin Leonore Gehwessler von den Grünen. Die Straße ist, so wie alle Neubauprojekte der ASFINAG, zurzeit in Prüfung. Parallel dazu verhandelt die Koalition gerade auch eine, wie sie es nennt, ökosoziale Steuerreform. Einig sind sich ÖVP und Grüne darin, dass Luftverschmutzung durch Kohlendioxid viel teurer werden soll. Aber wie genau und wie das sozial verträglich passieren kann, darüber wird noch verhandelt. Schon im März hat sich die Regierung als Reaktion auf das Klimavolksbegehren verpflichtet, eine Studie zu erstellen. Sie sollte bis Juli Klarheit bringen, welche Subventionen klimaschädlich sind und eine Grundlage für die Verhandlungen zur Steuerreform bilden. Gemeinsam haben ÖVP und Grüne das in einem Entschließungsantrag im Nationalrat zugesagt. Nun wird die Steuerreform verhandelt, aber die Studie fehlt noch. In den Augen der Vertreterinnen und Vertreter des Klimavolksbegehrens ein Skandal. Für mich ist es eine Verhöhnung, dass wir noch immer, und wir wissen von der Klimakrise und auch die Regierung hat sich quasi dem Klimaproblem verschrieben und wir stecken noch immer wahnsinnig viel Steuergeld in das Falsche, also darin klimaschädigendes Verhalten zu fördern. Was ist denn das Falsche vor allem? Da geht es ums Dieselprivileg, da geht es aber auch ums Dienstwagenprivileg, da geht es darum, dass wir Kerosin nicht besteuern, also gar nicht. Das Verkehrsministerium lässt auf Nachfrage der ZIB 2 wissen. Hier laufen die Arbeiten für eine Studie bereits. Diese sind sehr umfangreich, da die Übersicht nicht nur den gesamten Bereich des Bundes, sondern auch die Länder umfassen soll. Sobald sie abgeschlossen sind, werden wir die Übersicht natürlich an das Parlament übermitteln und auch veröffentlichen. Mit der Studie wird es also länger dauern als mit der Steuerreform, denn schon am 13. Oktober hält Finanzminister Blümel seine Budgetrede im Nationalrat. Da soll die Reform stehen. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten wollen davor noch kräftige Zeichen setzen. Das nächste schon morgen. Zum Beispiel gehen wir morgen auf die Straße. 24.09. ist der nächste weltweite Klimastreik. Das heißt, die Klimabewegung will hier wieder aufstehen, um genau auf solche Versäumnisse wie die der klimaschädigenden Subventionen, aber auch das fehlende Klimaschutzgesetz aufmerksam zu machen und Druck auf die Straße zu bringen, weil nur dann bewegt sich die Politik. Eine weitere Aktion also nach Jena heute von Greenpeace im und vor dem Wiener Rathaus. Übermorgen fällt die Entscheidung, wie es nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel in Deutschland weitergeht. Mit einem CDU-Bundeskanzler. Das schien zu Beginn des Wahlkampfes ziemlich sicher. Aber diese Sicherheit hat sich in große Unsicherheit gewandelt. Noch im April lag der Kandidat der Unionsparteien CDU und CSU Armin Laschet bei 31% vor den Grünen, die später Annalena Baerbock zur Spitzenkandidatin wählten. Die SPÖ mit Olaf Scholz damals mit 14% weit abgeschlagen. Einen Monat später überholten die Grünen die CDU, fielen aber bald nach Plagiatsvorwürfen gegen Spitzenkandidatin Baerbock wieder zurück. Auch Laschets Umfragewerte sanken, vor allem nach einem Auftritt des Ministerpräsidenten in den Hochwassergebieten. Olaf Scholz konnte all das nützen, stieg in den Daten und liegt seit August in allen Umfragen voran.
Bevor wir über die Wahlkonfrontation heute Abend sprechen, zeigen wir Ihnen nach den Porträts von Armin Laschet und Annalena Baerbock heute, wie und wo Olaf Scholz von der SPD im Wahlkampffinale um Stimmen kämpft. Barbara Wolschek hat ihn begleitet. Nordrhein-Westfalen, 18 Millionen Einwohner, Wirtschaftszentrum, das Land am Rhein, das Land von Kohle und Stahl. Braunkohletagebau Hambach, mäßig liebevoll auch das größte Loch Europas genannt. Hier kann man verträumt dem Ende einer Ära entgegensehen. Der Ausstieg aus der Kohle ist beschlossen. 2038 soll es soweit sein. Vielen ist das zu spät. Und damit sind wir mitten im Wahlkampf und bei dem Thema, das diesmal besonders wichtig ist. Klimaschutz. Also hauptsächlich Klima ist mir vor allem wichtig. Das Wichtigste, Klimaschutz. Klimaschutz, das wollen nicht nur die Grünen können. Wenn ein Jahrhunderthochwasser das Bundesland heimsucht und in Europa jedes Jahr die Wälder brennen, dann kommt kein Wahlkampf am Klimaschutz vorbei. Der Abgeordnete Sebastian Hartmann läuft für die SPD, für Klimaschutz, für leistbare Wohnungen, von denen es viel zu wenige gibt. Steffen, hallihallo. Für soziale Gerechtigkeit und er läuft für Scholz. Zum Glöckchen kann man immer gebrauchen, meine Kontakte. Das ist ja der Olaf Scholz, drehen Sie mal um. Olaf Scholz zeichnet ja nicht nur aus, dass er tatsächlich Ziele formuliert, sondern ganz konkret nachweist, zum Beispiel in Hamburg in Verantwortung, er baut die Wohnung. Und da ist er ganz klar auch nachweist, wie wollen wir denn diesen Umbau der Wirtschaft hinbekommen. Wir wollen es sozial und gerecht organisieren. Scholz ist überall und ziemlich groß. Viel Rot, viel Scholz. Die Zeit hat für ihn gearbeitet, die Fehler haben die anderen gemacht. Scholz könnte mit der SPD auch ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen gewinnen, wo sein Konkurrent Armin Laschet Ministerpräsident ist. Das tut weh. Die SPD ist in Hochstimmung, das war sie sehr lange nicht. Der Mann, der vor wenigen Wochen noch völlig chancenlos schien, ist zum Zugpferd geworden für die gesamte Partei. In einem so reichen Land wie Deutschland kann es nicht weiter dabei bleiben, dass so viele Kinder in Armut aufwachsen. Ich will, dass wir das ändern mit einem neuen Kindergeld, einer Kindergrundsicherung, die gute Perspektiven auch für diese Kinder schafft. Scholz verspricht eine sozialere Politik für die Jungen und die Alten, für Familien. Aber auch das ist ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität. Und diesen Zusammenhalt, den brauchen wir in unserer Gesellschaft, weil die Zeiten sich ändern und weil es in diesen Zeiten dann immer etwas gibt, auf das man sich verlassen können muss, auf das man rechnen können muss, das wichtig ist für diese Situation. Heute sagt er uns auch, welche Rolle er für Deutschland in Europa sieht. Deutschland ist ein großes Land mitten in der Europäischen Union und deshalb haben wir die Aufgabe, alles dafür zu tun, dass Europa gelingt, dass wir eine starke, souveräne Europäische Union schaffen. Und dass Deutschland als großes Land in der Mitte dafür sorgt, dass das in guter Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd, West und Ost in der Europäischen Union gelingt. Olaf Scholz will Kanzler werden auf eine Art, die vielen unterkühlt, manchen langweilig erscheint. Aber auch heute gilt, keine Fehler gemacht. Und so hat Scholz gute Chancen zu gewinnen, auf seine Art. Soweit also Olaf Scholz. Auch er war natürlich heute Gast in der Schlussrunde aller Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, die bis vor kurzem in ARD und ZDF gelaufen ist. Im Gegensatz zu den sogenannten Triellen, in denen nur die drei Kanzlerkandidaten dabei waren, sind heute auch FDP, Linkspartei und AfD vertreten gewesen. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Chef der CDU-Schwester CSU. Sarah Emler hat zugeschaut. Drei Tage vor der deutschen Bundestagswahl und alle Kandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien an einem Ort. Die Stimmung eher diszipliniert. Nur vereinzelt gibt es seichte Angriffe, die die Fronten zwischen Union und Grünen aufzeigen. Also, das hat jetzt ein bisschen gebraucht, ehe Sie da die klare Antwort gegeben haben. Das ist eine klare Haltung, anders als bei Ihnen, Dinge zu lösen, Probleme zu lösen und nicht erstmal Probleme zu beschreiben. Fiasko der Außenpolitik haben wir in Afghanistan gesehen. Herr Baerbock, dazwischen zu reden, macht es nicht richtiger. Mehr oder wenig einig zeigen sich fast alle, mit Ausnahme der AfD, dass mehr gegen Hass im Netz getan werden soll. Wenig überraschend gibt es Uneinigkeit beim Thema Steuerpolitik und ob Deutschland mehr Schulden machen soll. Ich will keine Steuererhöhungen,
Ich will die Schuldenbremse einhalten und ich will alles tun, dass wir wieder Wachstum haben, damit wir wieder Ressourcen haben, um dann zu investieren. Mit Blick auf den Klimaschutz müssen wir massiv dafür sorgen, dass wir eine Wasserstoffinfrastruktur und einen Stromleitungsaufbau brauchen. Und dafür brauchen wir 50 Milliarden jährlich, damit wir in unser Land, in die Infrastruktur, in das, was Deutschland stark macht, in den nächsten Jahren auch investieren und unseren Kindern nicht ein kaputtes Land hinterlassen. Herr Lindner, wir sind sehr stark verschuldet in Europa. Wir haben inzwischen sogar Inflationsrisiken, die wir beobachten. Deshalb muss der Weg von Frau Baerbock ausgeschlossen werden. Aber es spricht ja nichts dagegen, Investitionen anzuschieben. Geschickt stellt sich Christian Lindner von der FDP immer auf unterschiedliche Seiten, wohl wissend, dass seine Partei ausschlaggebend bei Koalitionsverhandlungen sein könnte. Olaf Scholz von der SPD bleibt wie bei vorigen Diskussionsrunden eher ruhig und verweist auf seinen bisherigen Erfolg als Vizekanzler. Wir haben hier eine ganze Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht und auch beschlossen. Die genau andere Themen wie die deutsche Außenpolitik wurden auch diskutiert. Dennoch offenbarte sich heute wenig Neues. Meinungsforschern zufolge haben sich sowieso schon 3 von 4 Wählerinnen und Wählern entschieden. Das Spannendste bleibt wohl, wer Erster wird und welche Koalition sich daraus ergibt. Und diese Ausgangslage wollen wir jetzt live in Berlin mit unserem Korrespondenten Andreas Jölli analysieren. Guten Abend. Guten Abend. Andreas, eher diszipliniert sei die Stimmung gewesen, haben wir gerade gehört. Zwischen welchen Parteien und welchen Blöcken hat es denn inhaltlich die meisten Übereinstimmungen gegeben? Naja, also grundsätzlich muss man sagen, dass jeder Spitzenkandidat, wie schon im Beitrag angeführt, seine Positionen noch einmal dargelegt hat. Aber es zeigen sich natürlich schon gewisse, sage ich jetzt einmal, Achsen oder Koalitionen auf der einen Seite zwischen, wenig erstaunlich, zwischen SPD und Grünen. Das wurde aber schon zuletzt klar beim letzten Triell, dass Annalena Baerbock und Olaf Scholz gut miteinander können. Und auf der anderen Seite CDU, CSU und die FDP, die machen auch keinen Hehl daraus, dass sie miteinander arbeiten wollen. Und anhand dieser beiden Blöcke wird sich wahrscheinlich auch die künftige Koalition bilden. Eben SPD mit Grünen, wenn sie die FDP herüberholen können, das wäre dann die sogenannte Ampelkoalition, oder die Jamaika-Koalition mit CDU, CSU und der FDP, die müssen dann allerdings wieder die Grünen überzeugen, dass sie zu ihnen kommen. Entscheidend wird wohl sein, wer am Sonntag bei der Wahl dann die Nase vorn hat und wie groß oder wie klein der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten sein wird. Eine Zweierkoalition wird wohl laut Umfragen nicht reichen. Sie haben schon gesagt, Scholz und Baerbock sind in den vergangenen Wochen auffällig zusammengewachsen. Die Linkspartei, eine Kombination aus diesen 3 Parteien, das ist das Schreckgespenst, das CDU und CSU jetzt im Finale an die Wand malen. Wie wahrscheinlich ist denn eine solche Koalitionsvariante? Also ich halte das nicht sehr für wahrscheinlich, weil es gibt da doch deutliche Hürden. Zum einen ist nicht einmal klar, ob diese 3 Parteien die Mehrheit gewinnen werden bei der Wahl. Und zum anderen gibt es deutliche inhaltliche Unterschiede. In der Sozial- und Gesellschaftspolitik ist man zwar relativ nahe, aber in der Außen- und Sicherheitspolitik, da gibt es doch ordentliche Gräben, etwa was die NATO-Mitgliedschaft betrifft oder Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und Armin Laschet zeichnet eben dieses rot-rot-grüne Schreckgespenst an die Wand in der Hoffnung, doch noch ein paar Wähler für sich zu gewinnen. Olaf Scholz schließt diese Koalition nicht aus. Da sehe ich aber eher strategische und taktische Gründe. Zum einen, um die Linken in der SPD milde zu stimmen und zum anderen, um sich eine zusätzliche Koalitionsvariante offen zu halten. Die 3 größten Parteien, CDU, SPD und die Grünen, ist die FDP ein möglicher Koalitionspartner? Jetzt gab es schon mal einen Anlauf für eine solche Dreierkoalition, CDU, Grün und FDP, vor 4 Jahren. Das ist an Christian Lindner gescheitert. Der ist vorzeitig aufgestanden und hat gesagt, das mache ich nicht. Christian Lindner ist wieder Spitzenkandidat jetzt der FDP. Wie hat er sich denn heute positioniert? Ja, Christian Lindner zeigt nicht nur heute, sondern die letzten Male schon, dass er gerne in eine Regierung gehen möchte. Und er kann auch mit Armin Laschet, das sagt er immer wieder, die beiden haben bereits eine Koalition in Nordrhein-Westfalen, wo Armin Laschet Ministerpräsident ist. Und der Unterschied zum letzten Mal ist eben auch in den Personen. Christian Lindner und Angela Merkel konnten nicht miteinander. Armin Laschet und Christian Lindner können das sehr wohl. Und das zeigen sie immer wieder und sagen es auch. Derzeit wird ja die deutsche Bundesregierung aus den beiden großen Parteien CDU und SPD gebildet, die sogenannte GroKo heißt das. Die will aber eigentlich niemand. Das ist überhaupt kein Thema mehr, ob die beiden weitermachen können. Warum ist das eigentlich so? Naja, die beiden haben
jetzt schon nicht wirklich wollen und Sie sagen, Sie wollen auch weiterhin nicht. Beim letzten Mal sind Sie quasi gezwungen worden zu dieser Koalition, beinahe gezwungen worden, weil eben Jamaika nicht geklappt hat, war das die einzige Variante und Möglichkeit, um eine Regierung zu bilden. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat da ordentlich Druck gemacht, dass die SPD, die sich zuerst lange geweigert hat, dann doch dazu entschlossen hat, in eine große Koalition zu gehen. Jetzt halte ich das für ausgeschlossen. In der Runde waren zwei Kanzlerkandidaten vertreten, eine Kanzlerkandidatin und einer, der Kanzlerkandidat werden wollte, es aber nicht wurde, Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und Chef der CSU. Wie wird denn seine Rolle bei der Regierungsbildung sein? Na, ich denke, der wird schon ordentlich mitmischen. Markus Söder hat sich im Wahlkampf schon nicht zurückgehalten, hat auch immer wieder Armin Laschet ausgerichtet, dass er meint, dass er eigentlich der bessere Kanzlerkandidat der Union gewesen wäre. Ich nehme nicht an, dass Markus Söder jetzt plötzlich schüchtern und zurückhaltend wird. Er wird sich sehr wohl in den Koalitionsverhandlungen einbringen. Interessant wird das vor allem dann sein, wenn CDU und CSU bei der Wahl jetzt an zweiter Platz landen, wie lang es dauert, bis Markus Söder oder einer seiner Getreuen am Sessel von Armin Laschet sägen wird. Spannende Zeiten, ob so stürmisch wird wie hinter Ihnen, werden wir sehen. Vielen Dank, Andreas Jolli, live aus Berlin. Ja, und apropos Deutsch, Marille statt Aprikose, Sackerl statt Tüte. Wie man österreichisch spricht, steht seit 70 Jahren im gleichnamigen Wörterbuch. Jetzt hat es Geburtstag und wir gratulieren gleich nach den Meldungen des Tages. Die Corona-Ampel kommt diese Woche in ganz Österreich ohne Rot aus. Das Bundesland Salzburg wird dank fallender Zahlen wieder von Rot auf Orange gestellt. Das heißt, bundesweit gibt es derzeit keine Region, in der das Ansteckungsrisiko als sehr hoch eingestuft wird. Die Gewerkschaften ProG und GPA fordern um 4,5% mehr Lohn und Gehalt in der Metallindustrie. Mit ihrer Forderungsliste an die Arbeitgeber haben die Gewerkschaften die Herbstlohnrunde eingeläutet. Erster Verhandlungstag ist der 29. September. Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch legt seine Funktionen in der Vorarlberger SPÖ zurück. Vorangegangen war ein wochenlanger Streit der Sozialdemokraten um die Neubesetzung des Landesparteivorsitzes. In der Ukraine sollen Oligarchen künftig weniger Einfluss haben. Das Parlament hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das ein Register für Schwerreiche vorsieht. Wer auf der Liste steht, muss seine Vermögenswerte offenlegen, darf keine Parteien unterstützen und nicht an Privatisierungen teilnehmen. Wiens Schanigärten dürfen im Winter geöffnet bleiben. Eine Ausnahmeregelung, die den Lokalaufenthalt für Gäste sicherer machen soll. Auch im vergangenen Jahr hat es so eine Regelung gegeben, die wegen des Lockdowns im vergangenen Winter aber praktisch unbedeutend war. Was die Österreicher und die Deutschen trennt, ist ihre gemeinsame Sprache, soll Karl Kraus einmal gesagt haben. Hat er zwar nicht den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, kann aber jeder bestätigen, der in Deutschland schon einmal ein Sackerl kaufen wollte oder der in einem Wiener Kaffeehaus eine Schorle bestellt. Wenn es verstanden wird, selten gerne. In rund 70.000 Einträgen unterscheidet sich das österreichische Wörterbuch in Wortschatz, Schreibweise, Grammatik und Betonung vom deutschen Duden und ist nach 70 Jahren gültig wie eh und je, weiß Sophie Weiland. Wer kennt es nicht, das österreichische Wörterbuch? Seit 1951 als verbindliches Regelwerk für Schulen und Ämter eingeführt, darf es in keinem Bücherregal fehlen. Irgendein österreichisches Lieblingswort? Kaiserschmarrn. Alter. Ein Schnitzel zum Beispiel. Das ist Sommerfrische für mich. Das klingt so nett. Zum 70-jährigen Jubiläum des Wörterbuchs wurde heute in Wien die Sonderedition der neuen 44. Auflage präsentiert. Von der ersten bis zur jüngsten Edition hat sich das Stichwörterverzeichnis mehr als verdreifacht. Und das liegt nicht nur an neuen Einträgen wie Impfstraße oder Ostererlass. Aufgrund der Globalisierung, aufgrund der Digitalisierung gibt es immer mehr an Wortschatzelementen. Denken Sie zum Beispiel Coffee to go, dieses to go, das hat sich verselbstständigt. Ja. Gibt es halt auch schon, was weiß ich, Test to go. Sprache ist stets im Wandel. Veraltete Begriffe werden als solche gekennzeichnet oder für die Neuausgabe gestrichen.
In diesem Jahr lässt man das Publikum darüber abstimmen, welches Wort gerettet werden soll. Zur Auswahl stehen Apfelsaft, Kinderjause und Unaussprechliche, womit die lange Damenunterhose bezeichnet wird. Im Anhang finden sich nun auch Gender-Richtlinien. Die Redaktion des Wörterbuchs verzichtet aber auf die weibliche Form, wo diese nicht gebräuchlich ist. Und so bleibt der Bösewicht männlich. Begriffe, die über die Zeit als nicht mehr politisch korrekt oder diskriminierend gelten, müssen überarbeitet bzw. markiert werden. Es wird ja immer wieder kritisiert, warum wir so Wörter wie Zigeuner und Neger noch immer im Wörterbuch haben. Ja. Das wird natürlich mit abwertend und diskriminierend jetzt auch gekennzeichnet. Aber es muss drin stehen bleiben, damit Menschen, die mit Texten zu tun haben und das Lesen wissen, woran sie sind, wenn sie mit solchen Texten Umgang haben. Und so erweist sich, das österreichische Wörterbuch eignet sich nicht nur als Nachschlagewerk. Es spiegelt unsere Zeit und liefert zudem spannenden Gesprächsstoff. In Österreich und Deutschland verlässlich verständlich, der Wetterbericht von Manfred Bauer. Für lebhaft bis stürmisch auffrischenden Wind sowie für Erwärmung wird morgen ein mit Respektabstand vorüberziehendes Tief verantwortlich zeichnen. Die Aussichten: vom Flachgau ostwärts sehr windig und zeitweise stark bewölkt, im restlichen Österreich viel Sonne und vergleichsweise wenig Wind, 18 bis 26 Grad am Nachmittag. Sehr sonnig, teils föhnig und sehr warm wird das Wochenende. Erst am Sonntagnachmittag ist im Westen und Südwesten mit auflebenden Regenschauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Von allen, die über 30 dabei waren, darf ich mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Wien. In ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin Eko und mit Dieter Bornemann. Die Metallergewerkschaft hat heute ihre Lohnforderungen auf den Tisch gelegt, mit 4,5% durchaus üppig. Wir schauen uns an, wie zeitgemäß das Ritual der KV-Verhandlungen noch ist. Dann berichten wir, wie Italien und Frankreich mit rigorosen Maßnahmen die Impfquote nach oben getrieben haben. Und wir zeigen, ob Elektroautos für Otto-Normalverbraucherin wirklich schon alltagstauglich sind. Jetzt gleich nach der ZIP 2 in Eko. Danke, Dieter. Die nächsten Nachrichten gibt es dann in der ZIP-Nacht um 23.28 Uhr. Und die nächste ZIP 2, die gibt es wieder morgen um 22 Uhr. Ich hoffe, wir sehen einander wieder. Für heute noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.